Hallo, schöne Zuseher! Heute ist Samstag, wir sind hier auf dem Stephansdom und hier beginnen in wenigen Sekunden die Demo gegen ACTA. Ich habe deine Zensurbrille im Gesicht hängen, damit mich keiner filmen kann. Ich bin hier, um für meine und all eure Grundrechte einzustehen. Mehr Freiheit im Netz und weniger beklemmendes Gefühl im Netz. Naja, ich bin ja prinzipiell ein Optimist, immer schon gewesen. Und dass jetzt schon 4 EU-Staaten ausgestiegen sind, macht schon Hoffnung. Ich verhindere das Ende der Welt. Ja, ich bin nervt. Ich habe gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, wieder in die frische Luft zu kommen und so. Jetzt war ich seit 2 Wochen nicht draußen und das Ding im Internet, und jetzt wollte ich das Internet abdrehen und dachte, ich muss dir nicht hingehen. Für freies Internet, gegen Zensur, gegen Weitergabe meiner Logdaten, gegen Weitergabe von allen möglichen. Gleich wollte ich auch sagen. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen, ich mache es einfach. Und zwar, das ACTA-Abkommen ist eigentlich offiziell gegen Internetpiraterie und Stehlen von geschütztem Inhalt. Ist aber so schwammig formuliert, dass damit letztendlich alles im Internet zensiert und bestraft werden kann. Wir müssen unseren Lebensstil, wir müssen unsere Freiheiten auch im Internet verteidigen. Und es ist grandios, dass trotz dieser kalten Temperaturen, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen hier in Wien hergefunden haben. Viele, 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 viele. Wir stehen heute vor dem Parlament, weil wir dagegen sind, dass Geheimdokumente irgendwo gegen uns unterschrieben werden, um den Politikern hier hinter uns zu sagen, wir wollen mitreden. Und Demokratie bedeutet, alle verhandeln und reden miteinander und nicht nur eine Seite. Also kämpfen wir weiter. Danke. Daher stoppt ACTA. Arr! Mein Name ist Star, ich sitze im Europaparlament für die Grünen und bin also eine von denen, die im Europaparlament noch Ja oder Nein sagen muss zu ACTA. Und für mich ist klar, ich werde ganz klar Nein sagen zu ACTA. Und es ist auch bezeichnend dafür, dass bisher es die österreichische Regierung verabsäumt hat, zu erklären, wieso sie dieses Abkommen unterzeichnet hat. Das verletzt definitiv unsere Grundrechte. Sehr, sehr, sehr viele Regierungen haben mittlerweile schon begonnen, den Ratifizierungsprozess zu unterbrechen. Und das wegen euch. Die aufbegehrende Zivilgesellschaft, das ist euer Teilerfolg, darauf könnt ihr stolz sein. Ja, und als Politiker, also ich kann es ja selbst nicht mehr hören, die Versprechungen von Politikern, die schon so unzählige Male gemacht wurden. Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal. Ich bin ja Mitglied im Europäischen Parlament, wir müssen noch darüber abstimmen. Ich verspreche euch hiermit, ich werde definitiv gegen dieses Abkommen stimmen und ich verspreche euch, ich werde alles machen, damit wir eine Mehrheit bekommen im Europäischen Parlament gegen dieses Abkommen. Und die Chancen sind da, die Chancen sind greifbar, ich werde alles dafür tun, dass wir das schaffen. Vielen Dank, Martin Ehrenhauser. Ich habe mir noch was auszurichten, und zwar aus dem IAC einen schönen Gruß von Anonymous. Und an dieser Stelle auch noch ein riesiges Dankeschön an die Organisatoren dieser Demo, die Piratenpartei und Anonymous. Den Grünen, ja, die Grünen da auch vertreten waren, dann haben die auch hier zum Beispiel diese Boxen gestellt und haben das Mikrofon da auch gesichert. Sind viele gegen ACTA, auch das BZÖ und auf meiner Liste hier steht Stefan Petzner, der hier vorne steht, aber ich darf euch nicht sagen.
Die Demo ist jetzt hier vorbei, die Achter-Demo. Ich glaube, die war relativ gut besucht. Du warst auch hier Demonstrant heute. Wie war der Eindruck? Ja, ich war total überrascht, dass so viele Leute sind. Ich habe das überhaupt nicht gedacht. Und das Lustige ist, ich war auch da verwirrt auf der Maria-Hilfer-Straße, weil ich hätte es voll vergessen. Und dann sind zwei Anonymous mit Maske gekommen und ich gesagt, da steht am Steg. Und haben das Schild umgedreht und dann stand ein Stopp-Akta. Und dann habe ich gedacht, okay, einen Kaffee trinken und dann Stephansdorf fahren. Okay, jetzt war ja heute hier, das war, sagen wir, parteiübergreifend oder eigentlich unparteiische Demo. Trotzdem sind alle möglichen Vereine und Parteien hier, was hältst du davon? Ja, das ist den besten gesehen, war ja nur lustig. Naja, also ich muss ansagen, ich bin ja schon älter und das Thema gibt es schon länger. Das hat für uns angefangen mit dem Digital Millennium Copyright Act. Der war 2000, also die 90er Jahre waren die lustige Zeit im Internet. Und dann haben die Amis zugetraut und danach ist nach Europa gleich geschwappt. Da ist die EU-Urheberrechtsrichtlinie angepasst worden und dann in all die Staaten. Und ich habe damals in Deutschland viel gemacht, der rettet die Privatkopie. Und damals waren wir irgendwie 6 Hanseln und haben sicher sehr erfolgreich aber Lobbying gemacht. Wir haben die Bibliothekare aufgehetzt und die Wissenschaftler und die Blinden. Und es hat auch super funktioniert, ja. Aber es ist einfach ganz anders jetzt zu sehen, als da tausende Leute haben. Und jetzt glaube ich wirklich, wir haben quasi, es ist immer der gleiche Krieg und es geht immer weiter und sie probieren es immer wieder und so nicht. Aber ich habe so von langfristig gesehen, habe ich das Gefühl, das hat sich alles zu unseren Gunsten verschoben, das ganze Gleichgewicht der Kräfte. Und Vorratsdatenspeicherung findest du auch scheiße? Ja, das ist ganz was anderes. Das ist nämlich eine andere Ebene, das ist staatliche Überwachung, dass das Internet zerlegt wird in lauter nationale Internets, je nach Jurisdiktion. Da schaut es ganz schlecht aus und so. Und ein Teil davon ist Zensur und Überwachung und da schaut es richtig finster aus. Und was man da wirklich machen kann, weiß ich nicht. Danke. Bitte.